Willkommen zurück zu One Piece Pirate Warriors. Lang ist es her, dass ich dieses Spiel mal aufgenommen habe. Über 2 Monate? Ne, noch nicht ganz. Es sind noch nicht ganz 2 Monate, aber es läuft stark darauf zu. One Piece Pirate Warriors, das war ein Projekt. Also, ich mag dieses Spiel gerne. Ja, also wenn wir total fertig sind, werde ich da natürlich nochmal was zu sagen. Ich mag dieses Spiel. Das Problem bei One Piece ist einfach, dass sie bei dem Spiel das wirklich so gemacht haben. Es ist grundsätzlich immer das Gleiche, auch von den Missionen her, was du mit den verschiedenen Charakteren machen kannst. Es ist einfach das Gleiche. Und ich kann, solche Spiele kann ich entweder suchten, oder mir gehen sie nach der Zeit einfach auf den Keks. Und bei One Piece war es so, ich habe am Anfang so oft es ging immer aufgenommen, weil mir One Piece unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und dann, als ich keine Zeit mehr hatte, hat natürlich auch One Piece und jedes andere Projekt darunter gelitten. Und dann war es irgendwann so, nach einer Zeit, hatte ich keine Lust mehr auf One Piece. Deswegen kam jetzt wesentlich länger dieses Projekt nicht mehr. Und möchte ich gleich noch erwähnen, ich beantworte diese Frage zwar jeden Tag aufs Neue, aber ich suche einfach nach jeder Möglichkeit, das nochmal zu sagen. Final Fantasy 13 kam auch schon nicht mehr lange. Das liegt aber nicht daran, dass dieses Projekt abgebrochen ist, sondern daran, dass ich immer noch leveln muss. Und dieses Leveln nimmt wesentlich mehr Zeit in Anspruch, als einen einfachen Part aufzunehmen. Aus diesem Grund kommt Final Fantasy 13 momentan nicht, weil ich momentan, wie gerade schon gesagt, nicht so viel Zeit habe. Aber ich mein Bestes gebe, dass es so bald wie möglich mit Final Fantasy 13 wieder weitergeht. Also das Projekt ist nicht abgebrochen, es wird auch nicht abgebrochen sein. Ich liebe Final Fantasy viel zu sehr dafür. Also mit Final Fantasy geht's auch auf jeden Fall noch weiter. Aber ich muss eben gucken, wie ich das jetzt alles unter den Hut bringe, mit Aufnehmen und mit Leveln und meinem Real Life, damit ich das dann so in Einklang bringe, damit ich das dann so hinbekomme. Gut, was wir machen werden. Ich hatte ja gesagt, dass ich immer komplett durchspiele bis zum letzten Level, und das spielen wir dann mit jedem Charakter. Das habe ich jetzt bei manchen gemacht. Es ist einfach nur so, dass es natürlich langweilig wird, wenn es immer und immer wieder das gleiche Level ist. Aus dem Grund, bei Chopper beispielsweise, genau, da gab es auch einen Grund, warum mir dann mal die Lust total vergangen ist auf One Piece, und zwar müsste da jetzt eigentlich neu stehen. Ja, weil ich mit Chopper das alles so vorher durchgespielt habe. Und zwar auf dem Archipel. Ich hatte diesen Part schon aufgenommen mit Chopper. Und als ich die Aufnahme angucken wollte, war der Sound weg. Die komplette Aufnahme hatte keinen Ton. Da habe ich mir gedacht, ja, super geil. Ja, und da hatte ich dann erst recht keine Lust mehr aufzunehmen, wenn da echt ein 30-Minuten-Part einfach mal absolut überhaupt keinen Ton hat. Aber mir angezeigt wurde, dass Ton vorhanden ist. Nun gut. So, ich würde... Was? Nein. Chopper. Chopper, Chopper. Ich würde sagen, wir machen Abenteuer im Land ohne Namen mit Chopper. Als Episode, die einzige Episode hier. Weil dann ein bisschen Abwechslung ist. Und es ist nicht immer das Archipel, sondern es ist was anderes. Deswegen machen wir mit Chopper hier seine allererste Episode. Und das können wir ja überspringen. Das hatte ich in den anderen Parts schon gezeigt. Deswegen überspringe ich das jetzt. Ich kann die Steuerung absolut nicht mehr. Aber wir haben ja genug Zeit, das Schade. Ich habe gedacht, es kommt gleich wieder der Spruch mit dem Elch. Okay, das war das mit den Kombos. Gut, ich muss jetzt erstmal hier in dieses Territorium. Ah, ne, ich bin ja wieder rausgelaufen. Das Territorium. Ich muss hier rein. Da ist es. Damit wir das auch noch jetzt einnehmen können. Autsch. Okay. Geh mal ab hier. Das war bei One Piece auch so, dass man hier irgendwann gar nichts mehr vor Gegnern gesehen hat. Ah, die haben.
Gut, wohin nun? Die Tore sind offen. Lysop ist auf dem Schlachtfeld aufgetaucht. Au! Ist dir das erlaubt hier? Ja, Lysop, ich hab dich doch schon gerettet. Du musst jetzt hier nicht wieder vor Angst schreien. Ist doch wieder schon wieder alles gut. So, jetzt müssen wir gucken, was kommt denn jetzt? Ah, die Lapin, genau. Diese nervigen Häschen. Das Häschen war auch so extrem nervig. Au. So, Freunde, ihr nervt hier. Ich will nur den Hasen haben. So, was macht Chopper hier noch gerade? Oh ja, stimmt, der ist ganz große. Aber das ist, glaube ich, bei den Lapin ganz nicht so ein Vorteil, weil die Häschen einfach so schön sind. Naja, okay. Ganz da hinten ist er, den erreichen. Ja, wenn er jetzt nicht gleich hierher kommt. Nee, dann war das. Ah doch, ich hab ihn noch erwischt. Also umgefallen ist. So, wo ist jetzt der letzte Hase? Hier, da ist der letzte Hase. Sehr schön. Auch das haben wir jetzt geschafft. Das geht doch ganz schön fix hier. Was mich natürlich auch sehr freut, dass wir das ganz gut hinbekommen. Jetzt sind die Tore offen. Dann dürfte doch eigentlich irgendwann mal hier Warpul auftauchen, oder? Nee, wir müssen erst die Verstärkung platt machen, oder? Ja genau, jetzt müssen wir erstmal Ruffy schützen. So war das. Ein Wunder, dass ich das nicht mehr spiele. Ja, Zoro ist aufgetaucht. Oh, Moment. Leute, stopp, nicht alle auf einmal. Ihr müsst alle... alle nacheinander, bitte. Ich sehe nichts mehr. Her hier. Nehmen wir ja auch noch platt hier. Damit wir mal ein bisschen mehr hier sehen können. Auf dem Schlachtfeld. Gut, wo ist... Warpul? Ich möchte jetzt gegen Warpul kämpfen. Jetzt muss er da sein. Hä? Doch nicht, wie lange? Obere das Fenster. Ah ja, doch, okay. Jetzt kommt erst das wieder mit dem Fenster. Ich hab gedacht, dass wir, nachdem wir die Offiziere alle weg haben, dass wir dann vielleicht zu Warpul können. Aber das war dann doch nicht der Fall. Ja,
Ich beeil mich doch. Ich mach doch hinne. Auch nicht dafür, wenn es so lange dauert hier. So, wo ist der Anführer? Ja. Au. Au. Also, Leute. So, und das wäre es mit diesem Territorium gewesen. Kann auch sein, dass ich jetzt nicht mehr rechtzeitig schaffe. Vor allem, weil hier auch irgendwie gar keiner mehr ist. Ah, jetzt kommt er. Das finde ich aber nett von euch. Dass ihr mich mal hier jetzt besuchen kommt. Wunderbar. Das hätten wir auch. Oh, Mission abgeschlossen. Sehr schön. Und da oben wird mir jetzt Warpul auch angezeigt auf der Karte. Das heißt, jetzt können wir gegen Warpul antreten. Müssen wir schnell, ob es hier irgendwie was gibt. Ja gut, SP werden jetzt eh voll. Aber kann er nicht schaden, noch mitzunehmen. Löst ein bisschen Schwierigkeiten, das heißt, ich muss Warpul jetzt platt kriegen. Bevor Lüster vom Schlachtfeld verschwindet und flieht, ansonsten haben wir einen verloren. Ja, ich möchte es mal überspringen, wie unser Warpul hier auftaucht. Warpul, wo bist du? Und das war's. Wunderbar, wir haben Warpul besiegt, Bewertung B, erlittener Schaden ist S, besiegte Feinde, das waren jetzt nicht so viele C und maximale Treffer B. Na, das kann man doch so lassen. Ja, das war jetzt ein Level mit Chopper, also Choppers erstes Level, als sie Chopper kennengelernt haben. Münzen behalten, jo, jo, jo. Gut. Dann gehe ich gleich mal raus, zurück zur Episodenauswahl. Und dann zurück zu den Charakteren. Also wir haben ja Zorro, Ruffy ja sowieso, wir haben Chopper, wir haben Brook, wir haben Ace, wir haben Boa Hancock, Jinbei und Whitebeard. Die haben wir alle schon gemacht, das heißt überall wo jetzt neu steht, sie fehlen noch. Also fehlen uns noch Nami, Lysop, Sanji, Robin und Franky. Die fehlen uns noch und welchen wir dann im nächsten Part machen, mit wem wir als nächstes ins Abenteuer stürzen. Ich weiß es noch nicht. Ich werde es mir überlegen. Vielleicht fangen wir einfach von oben an und machen mit Nami. Oder vielleicht von unten und fangen mit Franky an oder mit Robin. Keine Ahnung. Ich werde es mir überlegen. Aber im nächsten Part geht es auf jeden Fall mit den weiteren Logs weiter. Bis dahin. Ciao.